Heise und Konnichiwa, hier ist wieder euer Keanu, der zu lange gebraucht hat für seine Begrüßung mit dabei. Weehawk LP. Wow, ja. Es geht ja nahtlos über hier alles. Wahnsinn. Mhm. Er sitzt immer noch neben mir. Ja. Noch wahrscheinlich 3 weitere Parts lang. Oder 2, ach, keine Ahnung. Ja, 3. Also diesen mit eingerechnet. 3. Ja. Wir werden sehen, ne? Ja. Wir haben Zeit. Okay, let's go! We are going to the Dungeon of Theta, chosen hopeless nothingness, to find out what happened. It feels icky leaving it hanging like this. Okay, die geht ja direkt zur Sache. So, haben wir irgendwelche neuen Items? Jetzt muss ich mich erstmal wieder an die Kamera gewöhnen. So, kaufen. Nein, das ist... Nee, kannst du vergessen. Brauche ich alles nicht. Gut. Dann würde ich einfach mal sagen, machen wir das, was Black Rose gesagt hat und wir begeben uns dann in den genannten Dungeon. So, wo haben wir sie denn? Hier haben wir sie. Zack. Ich sollte vielleicht auch mal das Level mir ansehen. Was für ein Level hat das denn? 28, na, dann nehme ich noch Dingens mit. Ja, erzähl doch mal ein bisschen zu dem Spiel. Wie findest du die Grafik für PlayStation 2 Verhältnisse? Ist ziemlich normal, würde ich sagen. Also ist jetzt nichts Überragendes auch jetzt für PlayStation 2 Verhältnisse, aber sieht ganz solide aus. Oh, sie haben... Mittlerweile haben sie alle auch Level 30 erreicht. Sehr gut. Dann kann ich hoffentlich Elk mitnehmen. Ich bräuchte dann nämlich... Ich habe keinen Heiler. Shit. Gut, wen nehme ich denn dann mit? Natürlich ist die Frage. Niemand mag übrigens Pyros, habe ich erfahren. Keiner kann den Typen leiden. Der sieht auch schon etwas seltsam aus. Und gerade weil den keiner leiden kann, nehme ich ihn natürlich mit. Ja, sehr gut, sehr gut. Das ist auch nicht. Na gut, dann nehme ich ihn nicht mit. Dann, mir? Ja, fette Katze. Ach, der ist im Koma. Sanjo! Keiner, nur Black Rose will heute, oder was? Hatsume? Auch nicht. Gut, okay, gut. Dann sieht es wohl so aus, als ob ich mit Black Rose alleine dahin gehe. Das kann was werden, was steht denn da unten? Gebiet, in dem Max' Freund vermisst wird. Ach so, ja, genau. Das Gebiet mussten wir ja hacken. Wie der Name schon sagt, dort hacken, verstehst du, ne? Echt? Ich hätte gedacht, das hätte gar nichts damit. Ich habe gedacht, da geht's um Hackfleisch oder so. Hack. Ey, das wäre doch Hack. Das wäre doch eigentlich mal eine Idee, ein Spiel über Hackfleisch. Naja, Cutscene. The bracelet. It's not shining. Na okay, das war eine Cutscene, jetzt kannst du über dein Hackfleisch weiterreden. Sehr schöne Cutscene. Also ich habe mir das übrigens überlegt, so als Gag, dass ich, weil du mir gestern nochmal aufgeschrieben hast, was ich alles mitbringen soll. Und da hast du Hack geschrieben, also Hack halt groß geschrieben. Ich hätte, irgendwie nochmal so 500 Gramm Hackfleisch mitbringen sollen. Also, hier, da hast du dein Hack, hey, soll ich das machen müssen? Alter. Ich glaube, wenn ich noch Hack zu Hause gehabt hätte, hätte ich es mitgebracht. Einfach so. Was hätte ich damit denn anfangen sollen? Du hast doch gesagt, ich soll Hack mitbringen, ja? Na, Mann. Ah, ja. Jetzt ist mich verarscht. Das hätte ich nicht lustig gefunden. Wenn wir es ein paar Tage hätten stehen lassen, dann wäre es wirklich mutiert gewesen. Dann wäre es wirklich Hackmutation gewesen. Die Kräuterbutter war eine Mutation. Ja, oh Gott, ja. So, jetzt erstmal Eingang. Wo haben wir hier den Eingang? Du blödes Monster, kannst mich mal in Ruhe lassen. Da ist ein Feind, aber das ist mir egal. Ich renne hier einfach rein. Black Rose holt sich Schläge ab. Passiert. Ach jo. Wie kann das ab? Genau, ist ja nicht umsonst. Schau dir mal das Schwert von dir an. It doesn't seem to have changed. Das ist ein Prügel. Moment, ich kann ja. Welche Taste war das noch? Ich konnte doch in den. Ich kann nicht. Ah, jetzt kann ich. Mörder. Das wusste ich. Das Spiel hatte so eine Ego-Perspektive oder was? Das wusste ich auch nicht. Das habe ich einmal zufällig rausgefunden. Jetzt könnte ich. Das ist ein Ego-RPG, sozusagen. Das ist ja cool.
So, ich habe nur keine Ahnung mehr, wo es lang ging. Jetzt müssen wir wieder auf gut Glück laufen. Nur ist es in dieser Ego-Perspektive schwer zu kämpfen. Steine, Regen. Ich muss die Sicht nämlich mit dem hier steuern. Und wenn ich nach unten drücke, guckt er nach oben. Das ist leicht verwirrend. Ah, okay. Ah, naja. There are no enemies. Keine Feinde? Okay, das... Ja, jetzt wo sie es sagt, fällt es mir auch gerade auf. Wo sind die ganzen Gegner? Das gefällt mir nicht. It's quiet. Too quiet, wie Peppy sagen würde. So ungefähr. I wonder if that big thing is still here. Yeah, I want... I'm the one that's asking. Don't ask me. Really. Alter. But if it was here, could we win? That's... impossible. Oh, weia. Aber mir scheint's, als wäre ich gerade in der Lage, den Weg sofort zu finden. Darunter. So langsam bekomme ich wieder Schiss. Also das ist wirklich einer der RPGs, wo du auch richtig Schiss bekommen kannst. Okay. Von der Musik her. Teilweise. Wenn du einfach nur gar nichts hörst und ab und zu mal irgendwo ein Blub und du dann nachts spielst und alles still ist. Ja. Das kann schon gruselig werden. Das kannst du mir glauben. Ist das jetzt wieder so riesengroß, oder? Ich wünsche mir natürlich, dass ich den Weg sofort... Was? Nichts ab... Nein, ich will nichts abgeben. Das ist wie bei Pokémon. Wollen Sie die Attacke verlernen? Nein. Weil das kennt jeder, der Pokémon mal gespielt hat. Ich hasse es. Ein junges Ei. Plopp. Ist das... Ja, das ist der richtige Weg. Sehr gut. Ich finde es auch cool, dass man hier so eine Karte hat, ständig. Und nicht immer... auf Karte drücken muss. Hey. What? Aren't you afraid? Who, me? I'm not afraid. No way. Well, all right, I am. I'm scared enough for the both of us. My controller is soaked with sweat. So what about you, huh? Yeah, to be honest, I'm terrified. But I can't let that stop me now. You're right. Also ich finde, für PlayStation 2 Verhältnisse haben sie die Mimik auch, wie sich die Augen verändern, wirklich gut gemacht. Ja, die Mimik auf jeden Fall, das stimmt. Also da haben sie wirklich ordentlich was geleistet in dem Spiel. So, was anderes hat man dann halt nur bei Final Fantasy X zum Beispiel gesehen. Etwas Besseres, meiner Meinung nach. Ja, wobei auch da die Mimik wirklich nur in den etwas größeren Cutscenes auch wirklich gut war. Bei kleineren Dialogen. Wow, sehr gut. Es nervt. Hallo Leiche, zack, erzähl weiter. Ja, ich würde sagen, bei kleineren Dialogen waren die Mundbewegungen bei Final Fantasy X auch kaum existent. Das war noch so eine Sache. Aber ja, hier ist das sehr gut umgesetzt, muss ich sagen. So. So, du darfst jetzt mal den Weg entscheiden. Oben oder links? Oh, ich will für links. Gut. Mach ich meistens. Ich gehe mir erstmal die Abzweigungen lang. Mal gucken, wo wir denn rauskommen. Erkundet hatten wir den Dungeon ja mehr oder weniger. Ich will... Es ist so schwer. Es ist so schwer, einfach nur irgendwas wegzuschmeißen. Gott, ey. Das kann doch nicht so schwer sein. Ja, anscheinend doch. Siehst du ja. Ach, den hätte ich... Das war... Ach, egal. Moment, eins wollte ich mal nachgucken. Vielleicht haben wir... Ach nee. Stimmt, kann ich ja nur in der Stadt verwenden. Mal gucken, ob wir wieder neue Bonus-Sachen freispielen können, da das jetzt ja ein neues Spiel ist.
So wieder oben oder rechts? Rechts wahrscheinlich, ne? Rechts, ja. Das sieht mir nach einem Kreisverkehr aus. Auf der Karte. Und es ist... Tatsache. Du hast uns einmal im Kreis geschießt. Ich habe ein Talent für sowas. Du siehst auf der Karte, wir sind hier einmal wuff. Ich habe ein Talent für sowas, ja, das ist geil. Man sollte mich niemals fragen, wo lang. Gut, ich würde mal sagen, wir gehen oben lang, oder? Hätte ich dann jetzt auch gesagt, ja. Du bist cool. Hast du gehört, du bist cool? Ich bin cool, ja. Oh, keine Cutscene, na gut. So, wir müssten aber langsam... Huh? What? Hey, what did I tell you? That is rude. Really, really rude. Sorry. But that graphic on the wall, it... Where? It's my imagination, but... It's just that, for a moment, it seemed to transform. Oh, don't ever scare me that way again. It's not funny. Don't you dare smiley at me. Excuse me, but didn't something like this happen once before? Yeah. Oh, okay, I confess. I'm just a newbie that's trying to act big and tough, that's all. Go on, laugh at me if you want. I want to ask you something. Now what? You're pissing me off. The reason I'm here is because I want to help Orca. Why are you here? Because... I come here to discover the cause, and I find you again. Explain! Explain my ass! You don't know anything! I already told him the other day. Huh? You did? Now that you know, what's the problem? Don't you understand what we're doing? I do understand. But you need to face facts. With you two involved, things get worse. That's how I see it. Am I wrong? Man, I hate him. Maybe. Maybe he's just got his own reason, one that's different from ours. Also, das Mädchen ist schon ein Charakter, den ich irgendwo sympathisch finde. Auch wenn sie ein bisschen ruppig ist. Okay. Ja, sie hat irgendwie was Besonderes, finde ich. Mich würde auch mal interessieren, warum sie jetzt mit uns mitkommt und gegen diese Monster... Was war das denn gerade? Das war wahrscheinlich nur meine Einbildung. Ich habe nämlich auch gerade gedacht, dass sich da irgendwie die Wand verändert hat. Okay. Die Tür ist zu. What the hell? It's a dead end. Normalerweise hat man nämlich immer verschlossene Türen, wenn ein Monster in demselben Raum ist, das man besiegen muss. Okay. Dann öffnet sich nämlich auch so ein Tor. Aber wie? Aber hier sind doch keine Monster. I guess we can't go back there again. Hast du den Schreibfehler gesehen? Dein Zurück können wir nicht zurück, stand da. Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Okay. Interessant. Ja, man hat öfter mal einen merkwürdigen Rechtschreibfehler hier. Oh, der Administrator. You are the player that won the power-up campaign, right? Schon wieder so ein Fake-Buch. We found out that the item we gave you has a defect that won't let you install it. Aha, jetzt... Ich trage dieses dumme Buch schon das halbe Spiel mit mir rum. Und jetzt sagt mir endlich mal einer, dass ich... Das ist... We will exchange the item with the Book of Absolute. Das Gesetzbuch wurde gegen das Absolutbuch getauscht. Ja, das kann ich bestimmt auch nie benutzen. Power-up-Campaign? What's that?
So, was haben wir denn da? Absolutbuch. Geschenkt für die Power-Up-Aktion gegen Gesetzbuch getauscht. Na? Schon wieder! Wie kann das auch... Wieso gibt man mir Items, die ich nicht... Verarscht! Das ist doch... Hier dasselbe! Das ist ja was immer wieder. So, jetzt wollte ich... Und? Mehr als 60 Gebiete besucht. Yay, wir haben einen Film geschafft. Bekommen. Mit diesen Buchern kann ich auch verschiedene Sachen wie Desktop-Hintergründe oder Musik freispielen. Mhm. Bild 12. Film 13. Boah. Bild 13. So. Die gehe ich alle noch durch und dann beende ich. Nee, dann gucken wir uns noch die Bilder an, die wir freigespielt haben, würde ich sagen. Aha. Schafft einen Namen, Film 14, Limit wurde erreicht, na okay. Das Buch kann jetzt in dem Spiel schon nichts mehr freischalten. Super. Das, dann dauert es noch ein bisschen. Da muss ich erstmal ein Monster finden. Was, wie viel? Mehr als 80.000 Gaming geschenken. So viel habe ich verschenkt, wow. Film 15, was, 88.700 GM habe ich gerade, okay. Mehr als 400 Schatzkisten geöffnet. Film 16. Sehr gut. Wie viel haben wir denn noch? Nur noch die beiden da unten. Okay. Na, da ist noch nichts Neues. Und dann haben wir hier... Nein und... Oh, doch. Bitte schon viele Filme freischalten. Film 18... So, die Filme, das sind eigentlich nur die Cutscenes von dem Spiel, die wir bisher bekommen haben. Nicht mehr und nicht weniger. Ah ja. So, dann einmal beenden. Ja. Oh. Was denn? Hä? Du hast beendet, deswegen habe ich oh gemacht. Ach so, ich dachte schon, was ist jetzt? Let's read my email first. Weißt du, ich glaube, wir sollten... Let's read my email first. Ha, ha! Denn danach können wir nämlich in Zubehör gehen, nachdem wir... Let's read my email first. Den Joke habe ich damals im ersten Part auch gebracht. Au! Oh Gott! Ja, ihr habt jetzt nicht gesehen, was ich gesehen habe. Aua! Aua, das tat weh. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ach ne, jetzt haben wir wieder so einen Text. Ne, jetzt. Was ist mit Sylt? Wieso Sylt? Ich versuche den immer irgendwie. Ich muss verschmelzen, um geboren zu werden. Finde. Auf dich kann ich zählen. Und bitte, da. Finde eingelagerten. Alle. Nein, bitte. Mehr als irgendwas eingelagert hast. Egal, ja. Und anonym Informationen. Ich habe vielleicht Informationen, um die Leute aus dem Koma zu holen. Wenn du interessiert bist, komm zu Wolkenflug gebunden Abyss. Ich werde warten. Who is this? I guess I'll go. Ich denke aber, das würden wir erst im nächsten Part machen. Nein, Das hat nur... Ja, das ist zum Beispiel, das sind verschiedene Bilder aus dem Anime. Mhm. So, dann haben wir hier noch Bild 12. Das ist jetzt noch ein anderer Anime. Also, das hier ist von dem, der in dem Spiel beiliegt. Und das ist vom Anime Dotexain. Ah, ja. Dotexain spielt, glaube ich, ja auch zur selben Zeit wie die Spiele. Genauso wie dieser hier. Ah, ja. Das ist interessant. Bild 13, das auch dort Text sein. Ich glaube, ich nehme jetzt mal dieses Hintergrundbild. Mir gefällt das irgendwie. Ich weiß auch nicht wieso. Das hat irgendwie. Irgendwas Spezielles hat das. Ja. Vor allem, wie er hier guckt. Schon. Wie traubig aus. Arme Kerl. Traubig? Traubig, ja. Gut, ich würde mal sagen, ich beende den Part. Traubig. Das war euer Keanu und... Euer trauriger Hawk LP. Jetzt auf einmal traurig?
Okay, traubig, Hawk-LP. Danke. Bis zum nächsten Mal. Ciao.